Herr Schaffner, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Heute rechnen wir eine Aufgabe zum Thema Wärmeleitfähigkeit. Wärmeleitfähigkeit, was war das? Das war Wärmetransport ohne äußere Strömung. Wir brauchen zu dieser Art von Transport einen Temperaturgradienten, ein Temperaturgefälle. Wir brauchen in unserem System an der einen Stelle eine andere Temperatur als an der anderen Stelle. Wenn wir ein Temperaturprofil haben, dann kann man nach dem ersten Gesetz von Fourier den Wärmetransport ausrechnen. Es gilt die Beziehung Wärmeflussdichte dq durch a dt ist proportional Temperaturgefälle dt nach dx. Der Proportionalitätsfaktor lambda ist die Wärmeleitfähigkeit. Das negative Vorzeichen bedeutet, dass der Wärmefluss bergab verläuft von hoher Temperatur zu niedriger Temperatur. Dieses Gesetz kann man bei stationärer Wärmeleitung sehr gut anwenden. Wenn wir instationäre Wärmeleitung haben, dann ändert sich der Temperaturgradient, das Temperaturprofil. Wenn wir das berechnen wollen, brauchen wir das zweite Fouriersche Gesetz, welches da lautet, dass die Temperaturänderung mit der Zeit eine Funktion der Krümmung des Temperaturprofils ist. Wir haben in dieser Aufgabe ein Fenster, Glasfenster mit den Abmessungen 1x1 Meter. Die Dicke der Glasscheibe ist 4 mm. Außen haben wir 18 Grad, innen haben wir 20 Grad. Wie viel Wärme wird transportiert? Wir rechnen die Änderung der Temperatur auf eine Länge von 1 Meter aus. Auf 4 mm haben wir 2 Grad Temperaturdifferenz. Auf 1 Meter, das ist das 250-fache, haben wir eben die 250-fache Temperaturänderung. Bedeutet, wir haben eine wir haben einen Temperaturgradienten von minus 500 Kelvin pro Meter. Diesen setzen wir in unsere Fouriersche Gleichung ein. Wir reduzieren also mit minus 0,76 Watt pro Kelvin pro Meter und erhalten einen Wärmefluss von 380 Watt pro Quadratmeter. Das bedeutet, pro Sekunde gehen durch unsere Glasscheibe 380 Joule von innen nach außen. Wir haben hier vorausgesetzt, dass wir stationären Wärmetransport haben, dass sich der Temperaturprofil linear verhält und sich nicht ändert. 380 Watt pro Quadratmeter, was ist das? Wie kann man das vergleichen? Wenn wir annehmen, dass wir übers Jahr hinweg diesen Temperaturgradienten haben, dann sind die 380 Watt, also Joule pro Sekunde, auf ein Jahr umgerechnet 12 Gigajoule pro Quadratmeter Fensterfläche. Wenn wir annehmen, dass wir die gesetzlich geregelte Mindestfensterflächenprozentzahl haben von 12%, dann entspricht das 1,4 Gigajoule pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Wenn wir diese Gigajoule umrechnen in Kilowattstunden, kommen wir zu 400 Kilowattstunden Wärmebedarf, Wärmeverlust durch die Fensterflächen pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Das ist keine gute Isolation, wenn Sie vergleichen mit den Kategorien, die man heutzutage an Wärmeisolation aufgestellt hat. Das ist eine Kategorie schlechter als G.
die also für alte, unsanierte Gebäude mit Einfachverglasung noch gelten. Heutzutage ist Standard das Niedrigenergiehaus, was ungefähr ein Zehntel von diesem Wärmeverlust hat, kleiner als 50, und es gibt auch noch bessere Kategorien, wie zum Beispiel das Passivhaus, was weniger als 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr an Wärmebedarf hat.